Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Meine Damen und Herren, bevor wir wieder in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Festnahme des Journalisten Deniz Yücel ist Zeugnis einer besorgniserregenden Entwicklung in der Türkei, Drucksache 19/4720. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Top 60 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 27 aufgerufen werden. Das machen wir so. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Integration von Flüchtlingen gemeinschaftlich gestalten, Drucksache 19/4721. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Top 61 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 13 aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Hessen, Drucksache 19/4722. Auch hier bejahen wir die Dringlichkeit. Dann wird dieser Top 62 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 27 und 53 aufgerufen werden. Und weiter ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hochschulstandorte in Hessen profitieren von Förderangeboten zur Schaffung von bezahlbarem studentischen Wohnraum, Drucksache 19/4723. Auch hier bejahen wir die Dringlichkeit. Dann ist dieser Top 63 und kann, dem widerspricht niemand, mit Top 14 aufgerufen werden. So, meine Damen und Herren, wir kommen dann jetzt zum Tagesordnungspunkt 27, dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, DIE LINKE und der FDP betreffend Freilassung des Journalisten Deniz Yücel, Drucksache 19/4763, zusammen mit Tagesordnungspunkt 53, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Hessen, Drucksache 19/4700. Sowie Top 60, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Festnahme des Journalisten Deniz Yücel ist Zeugnis einer besorgniserregenden Entwicklung in der Türkei. Sowie Top 62, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Hessen, Drucksache 19/4722. Auch wenn wir jetzt viele Tagesordnungspunkte haben, ist die vereinbarte Redezeit 5 Minuten. Und als Erstes teile ich dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn Schäfer-Gümbel, das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern in seiner Antrittsrede im Deutschen Bundestag formuliert, Mut ist der Antrieb der Demokratie. Der Weltjournalist Deniz Yücel hat Mut gehabt, indem er kritisch über die Türkei und die Politik des türkischen Präsidenten berichtet hat. Und schon da stimmt etwas nicht. Denn es darf nicht sein, dass man Mut braucht, um sein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit auszuüben. Viele Bürgerinnen und Bürger Flörsheims und der Bundesrepublik Deutschland haben sich in den letzten Wochen mit Deniz Yücel solidarisiert, gegen seine Festnahme protestiert und Rechtsstaatlichkeit gefordert. Die Stadtverordnetenversammlung seiner Heimatstadt Flörsheim hat sich einstimmig und über alle Parteigrenzen hinweg mit ihm solidarisiert. Und diesem Beispiel sollten wir heute folgen, gemeinsam und einstimmig. Darum bitte ich Sie am heutigen Tag.
Die Bundesregierung und viele weitere politisch Verantwortliche versuchen im Fall Deniz Yücel eine Lösung zu erreichen und ihn aus dem türkischen Gefängnis zu holen. Auch wir appellieren heute erneut an die türkische Regierung, die Grundsätze des Rechtsstaates zu wahren und Deniz Yücel freizulassen. Wir appellieren an die türkische Regierung, weil es keinen Anlass gibt, daran zu zweifeln, dass in der Türkei die Regierung erheblichen Einfluss auf die Verfahren der Justiz nimmt. Es gäbe heute viele Gründe, ganz grundsätzlich über die Lage in der Türkei, über die türkisch-deutschen Beziehungen, über den Stand und die Versäumnisse der Integrationspolitik in unserem eigenen Land, über Respekt und Anstand im gegenseitigen Miteinander, über das Referendum in der Türkei und die Wahlkampfauftritte und Ausfälle von AKP-Politikern, über gezielte Provokationen um des eigenen Vorteils willen, über inakzeptable Angriffe auf die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin zu reden. Aber, und das ist mir wichtig am heutigen Tag, auch mit Blick auf andere parlamentarische Initiativen am heutigen Tag zu diesem Tagesordnungspunkt, darum geht es heute nicht. Hier und heute geht es um Deniz Yücel als Mensch, als Journalist und als Mitbürger unseres Landes. Es geht um die Bedeutung. Es geht um die Bedeutung und die Rolle der Presse- und Meinungsfreiheit für die demokratische Gesellschaft. Deniz Yücel, auch das will ich heute betonen, steht deshalb heute auch stellvertretend für rund 150 Journalistinnen und Journalisten, die derzeit inhaftiert sind. Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur von Cumhuriyet, hat mich anlässlich eines persönlichen Gesprächs am Rande der Frankfurter Buchmesse darum gebeten, dass wir die politischen Entscheidungsträger, die Kontakte und Beziehungen zur Türkei nicht abreißen lassen. Denn dann habe, so seine feste Überzeugung, Präsident Erdogan bereits gewonnen. Und deswegen, weil Can Dündar recht hat, deshalb begrüßen wir jede politische Delegation, die derzeit in die Türkei reist. Und ich richte die Bitte wirklich inständig an uns alle, daran nicht nachzulassen. Wir dürfen gerade jetzt in dieser Phase nicht nachlassen, den Journalistinnen und Journalisten, den Oppositionspolitikern, der Zivilgesellschaft den Rücken zu stärken angesichts des Drucks, dem sie ausgesetzt sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Istanbuler Weltkorrespondentin Sia Weiser hat am 23. Februar 2017 in einem Beitrag unter der Überschrift „Das größte Gefängnis der Welt“ formuliert: „Selbstzensur oder Haft. Der Fall Yücel zeigt die schwierigen Bedingungen, unter denen Reporter in der Türkei arbeiten. Und die Menschen haben immer mehr Angst zu reden.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern nicht nur über Mut gesprochen. Das vollständige Zitat lautet: „Mut ist der Antrieb der Demokratie, so wie Angst der Antrieb der Diktatur ist.“ Unsere Verantwortung ist, so lange öffentlich über Deniz Yücel, Can Dündar, Raif Badawi und all die anderen, denen Unrecht widerfährt und Unrecht droht, zu reden, bis die Angst überwunden ist. Einen Anfang dazu können wir heute mit einer gemeinsamen Abstimmung machen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Für die LINKEN erteile ich Ihrem Fraktionsvorsitzenden Willi van Ooyen das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem die Bundesregierung löblich 11 Rüstungslieferungen in die Türkei ablehnte, droht nun Erdogan zusätzlich den Europäern. Er droht damit, dass er nicht weiter in Wahlkampfeinsätzen nach Europa kommen will.
Deshalb meine ich, ist der Antrag der FDP heute wahrscheinlich ein wenig überflüssig. Aber gut. In der Türkei wächst gegenwärtig ein Präsident zum Diktator. Das verschärft eine aggressive Politik, die auf Spaltung, Verfolgung, Einschüchterung, Inhaftierung und Menschenrechtsverletzungen setzt und zugleich außenpolitisch provokativ wie konfrontativ geworden ist. Als Unterstützer von ISIS und Al-Nusra-Front und gegen die kurdischen Widerstandskämpfer stellt das Regime Erdogan Logistik, Waffen zur Verfügung. Erdogan wird gleichsam als NATO-Partner beschenkt mit Rüstung und Industrie. Ein Journalist namens Cem Dündar deckte dies auf und wird zum Staatsfeind erklärt. Im Südosten der Türkei führt er Krieg und bewirkt Massenvertreibungen von einer halben Million Kurden und wird von Rheinmetall mit Panzerfabriken belohnt. Die Rüstungsexporte in der Türkei beliefen sich 2016 auf 92,2 Millionen Euro. Nicht nur Erdogan und sein Regime begeht eine autokratische Frevel. Die Bundesrepublik ist somit ein aktiver Drahtzieher. Ich finde, Waffenlieferungen sind kein Beitrag zum Dialog, sondern zum Unfrieden, und deshalb müssen sie gestoppt werden. Erdogan hetzt gegen Oppositionelle, unabhängige Journalisten und kritische Juristen. Politische Gegner erklärt er zu Terroristen und zu Sympathisanten der Putschisten. Er kriminalisiert sie, versucht sie einzuschüchtern und lässt sie einsperren. Justiz und Presse in der Türkei sind bereits weitgehend gleichgeschaltet. Nach dem Putschversuch im Juli 2016 wurden rund 150 Medien geschlossen und weit über 100 Journalisten verhaftet, nicht zuletzt Deniz Yüksel von der Tageszeitung Die Welt. Von der deutschen Bundesregierung verlangen wir ein entschiedenes Eintreten für Presse- und Meinungsfreiheit und Freilassung aller inhaftierten Autorinnen, Journalistinnen und auch gewählter Abgeordnete und Bürgermeisterinnen. Meine Damen und Herren, die Repression des Erdogan-Regimes richtet sich nicht zuletzt gegen die HDP. Gegen die meisten der 59 HDP-Parlamentsabgeordneten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts. 10 HDP-Abgeordnete sind in Untersuchungshaft, unter ihnen die beiden Co-Vorsitzenden Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas. Der soll zu einer Haftstrafe von 142 Jahren verurteilt werden. Im Rahmen unserer Delegationsreise besuchte ich Bursa, Hessens Partnerprovinz in der Türkei. Während meiner Zusammenkunft mit der HDP habe ich erfahren, dass von den 400 Mitgliedern der HDP, unserer Schwesterpartei, 60 Mitglieder im Gefängnis sitzen. Mitglieder unserer Schwesterpartei sind dafür belangt worden, dass sie gegen die geplante Verfassungsänderung öffentlich auftreten. Die Anwälte von Inhaftierten werden festgenommen, und in diesem Klima der Angst kann von einer freien und fairen Abstimmung beim Verfassungsreferendum keine Rede sein. Dennoch haben die Genossen gestern in 10 Stadtteilen in Bursa für ein Nein demonstriert. Ich bewundere den Mut der Aktivisten in unserer Partnerstadt. Meine Damen und Herren, der Versuch der Öffnung gegenüber den ethnischen Minderheiten der Kurden ist längst Geschichte. Im Osten der Türkei tobt ein blutiger Bürgerkrieg. Die politische Lösung der Kurdenfrage ist noch immer offen, sowie die Anerkennung von kurdischer Arbeiterpartei PKK und deren Führer. Die kurdische Stadt Cizre, in der vor kurzem noch 100.000 Menschen lebten, liegt in Trümmern. Große Teile der Altstadt in Diyarbakir sind zerstört. In mehr als 40 Städten und Bezirken wurden die gewählten kurdischen Bürgermeister abgesetzt und durch staatliche Zwangsverwalter aus Ankara ersetzt. Mit dem Verfassungsreferendum will Erdogan seine Herrschaft ausbauen und zementieren. Er wird dann die Gewaltenteilung verwehren und sie persönlich verkörpern. Der aktuelle Zustand wird dann zum Normalzustand. Die Position unserer Fraktion in dieser Frage ist eindeutig. Wir sind solidarisch mit den aktiven,
fortschrittlichen Kämpfern für eine demokratische Türkei. Wir sagen Nein zur Autokratie in der Türkei. Wir fordern die türkische Regierung auf, alle politisch zu Unrecht Inhaftierten freizulassen und rechtsstaatliche Grundsätze wiederherzustellen. Vielen Dank. Danke, Herr Van Ooyen. Als Nächster spricht zu uns Herr Rentsch, Vorsitzender der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Komplex Türkei, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist auf der einen Seite, danke an die Kollegen der SPD, die die Initiative ergriffen haben, auf einen Punkt zu konzentrieren. Das ist die sozusagen Inhaftierung von Herrn Yüksel als Journalist. Und auf der anderen Seite das, was wir seit Monaten jetzt erleben, die Ausfälle von des Ministerpräsidenten Herrn Erdogan gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, aber auch anderen EU-Vertretern. Ich glaube, man kann das eine nicht oder das andere diskutieren. Und letztendlich ist es so, dass wir da eine Entwicklung erleben, die sich ja seit Jahren ankündigt. Wer schaut, wie die AKP über Jahre dieses Land umgebaut hat, Strukturen, demokratische Strukturen verändert hat, Verlage gekauft hat, Journalisten entlassen hat, Strukturen an den Schulen, Religionsschulen wieder eingeführt hat und so weiter und so weiter, der wundert sich heute nicht über das, was wir dort erleben. Aber ich kann trotzdem auch sagen, der kann trotzdem schockiert sein, dass ein Land, das eine wichtige Bedeutung für uns hat, mit dem wir eine gute Partnerschaft bisher hatten, und ich glaube sogar gerade das Land Hessen mit unserer Partnerschaft zu Bursa eine sehr gute Partnerschaft hatten, da kann Demokraten wie uns es nicht egal sein, was dort passiert, im Gegenteil. Und ich glaube deshalb, ist es richtig, wenn wir einen Bürger unseres Landes in dieser Frage verteidigen und klarmachen, dass wir es nicht akzeptieren, dass hier nicht rechtsstaatliche Verfahren durchgeführt werden. Ein Unding, was dort passiert, dass der Mann nicht weiß, wie es weitergeht, wann überhaupt möglicherweise eine Verhandlung durchgeführt wird. Unfassbar. Aber genauso ist es unerträglich, wenn Herr Erdogan die Bundeskanzlerin in einen historischen Kontext stellt, der alles andere als angemessen ist. Das ist eine Unverschämtheit. Und es ist richtig, dass der hessische Ministerpräsident es auch so formuliert hat. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir natürlich neu über das Verhältnis mit der Türkei nachdenken müssen. Ich sage auch klar, dass die Türkei für uns ein wichtiger Partner ist. Viele Türken, Deutsch-Türken leben in unserem Land. Zu denen gibt es Freundschaften. Die sind Bürger unseres Landes. Die fühlen sich auch in vielen Fällen als Deutsche. Ich erlebe aber auch Fälle, wo diese Menschen hin und her gerissen sind zwischen einer Loyalität, zwischen Ministerpräsident Erdogan und unseren Werten, die wir hier leben. Ich darf aber allen Menschen sagen, man sollte nicht aus Deutschland, ein freies Land, wo Meinungsrecht und andere Rechte grundgesetzlich gewährleistet werden und wir alles täglich dafür tun, dass das auch so bleibt, man sollte aus diesem Land nicht die Unfreiheit in der Türkei unterstützen, wenn man jetzt Herrn Erdogan sozusagen, egal in welcher Form, Unterstützung zugedeihen lässt. Das ist nicht in Ordnung. Und wir sollten eher alles dafür tun, dass diejenigen, die ihre Meinungsfreiheit in der Türkei ausleben wollen, eine Chance haben, aber nicht, dass derjenige gewinnt, der zum Schluss diese Meinungsfreiheit und alle anderen demokratischen Rechte bekämpft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube deshalb, dass wir an einem Punkt sind, wo wir auch klarmachen müssen, es gibt auch einen Tag nach dem Wahlkampf für Herrn Erdogan. Und dieser Tag wird kommen. Dieser Tag ist nicht mehr lange hin. Anscheinend ist er ja ein bisschen nicht mehr ganz so siegesgewiss. Ansonsten könnte man das gar nicht erklären, was er zurzeit hier durchführt. Er muss ja auch wissen, dass man sich danach noch in die Augen schauen kann. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass wir ihm klarmachen, dass wir nicht erpressbar sind. Nur weil es sozusagen im Rahmen der Flüchtlingspolitik eine Vereinbarung gab, heißt das nicht, dass wir uns hier alles gefallen lassen. Und es heißt auch nicht, dass nur weil wir ein Interesse daran haben, auch als NATO-Mitglied die Türkei nicht zu verlieren, in dieser Frage uns alles gefallen lassen. Und das heißt auch nicht, dass wir uns beleidigen lassen in einer Art und Weise, die in der Europäischen Union eher ungewöhnlich ist, weil sie mit unseren Werten nicht zusammenfällt, dass wir auf der anderen Seite eben auch diese Beitrittsverhandlungen weiterführen und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ich glaube, dass das mittlerweile eine Phantomdebatte ist und man den türkischen Kollegen auch sagen muss, diese Debatte kann ad acta gelegt werden, weil so weit, wie die Türkei sich mittlerweile ins Abseits gestellt hat, es ausgeschlossen ist, dass die Türkei noch Mitglied der Europäischen Union werden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
Deshalb habe ich es auch für richtig gehalten, dass Ministerpräsident Rutten in den Niederlanden klargemacht hat, dass das für ihn nicht in Ordnung ist, dass er das auch nicht akzeptiert, genauso wie Volker Bouffier. Ich glaube, deshalb sollte der Hessische Landtag auch heute bei den vielen Anträgen, die es gibt, versuchen, diese gemeinsam zu votieren, weil klar ist, dieses Parlament hat dort, glaube ich, keine parteipolitische Funktion, sondern eine insgesamt demokratiestärkende Funktion. Wir sollten diese Anträge gemeinsam votieren und abstimmen. Und letzter Punkt, meine Damen und Herren, dazu. Ich glaube, Herr Ministerpräsident, dass wir unsere Partnerschaft zur Bursa nutzen sollten. Ich fand es richtig, dass Frau Kollegin Puttrich mit ihrer Delegationsreise auch noch einmal den Kontakt zu unserer Partnerregion versucht zu stärken, aber auch den Dialog zu führen. Und ich finde, Sie müssen den Punkt kurz machen. Vielen Dank. Und ich finde, es ist jetzt der richtige Moment, dass wir auch den Gouverneur von Bursa hierher einladen, damit er sich einmal hiervon überzeugen kann, wie die Stimmung mittlerweile gegenüber der Türkei ist. Ich glaube, dass wir diesen Dialog auch hier führen sollten mit den türkischen Freunden aus Bursa. Wir sollten jetzt nicht aufgeben. Ich halte es auch für richtig, was Herr Schäfer-Gümbel gesagt hat, jetzt in die Türkei zu reisen. Aber ich glaube, es wäre der richtige Zeitpunkt, eine Einladung auszusprechen, den Gouverneur von Bursa hierher einzuladen und die Diskussion hier weiterzuführen. Weil ehrlicherweise, ich glaube, wenn der merkt, was hier für eine Stimmung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das spurlos an ihm vorbeigeht. Herzlichen Dank. Danke, Herr Rentsch. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht Ihr Vorsitzender, Herr Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind in den letzten Tagen mit ungeheuerlichen Entgleisungen des türkischen Staatspräsidenten konfrontiert. Da werden Nazi-Vergleiche angestellt, was die Niederlande angeht, was die Bundesrepublik Deutschland angeht, aber auch was einzelne Mitglieder der Bundesregierung persönlich angeht. Diese Vergleiche sind unverschämt, sie sind ungeheuerlich und sie sind völlig inakzeptabel. Mehr noch, sie verhöhnen die Opfer des Holocausts, und das weisen wir in aller Form und in aller Schärfe zurück. Was der türkische Staatspräsident hier tut, ist der klassische Fall einer Projektion. Er wirft anderen diktatorisches und undemokratisches Verhalten vor, um von dem abzulenken, was er selbst im eigenen Land tut. Und das, was er dort tut, erfüllt uns mit tiefer Sorge, meine Damen und Herren. Es hat nichts mehr mit Demokratie, mit Rechtsstaat, mit Presse oder mit Meinungsfreiheit zu tun. Wir sehen, dass unliebsame Bürgerinnen und Bürger, Beamtinnen und Beamte oder kritische Journalistinnen und Journalisten willkürlich inhaftiert werden. Das akzeptieren wir nicht, und deshalb fordern wir eindeutig und einmütig in diesem Landtag die Freilassung von Deniz Yücel und von allen anderen zu Unrecht inhaftierten Menschen in der Türkei. Das Handeln von Herrn Erdogan trifft auf unseren entschiedenen Widerstand, der auf die Infragestellung von Freiheitsrechten antworten wir entschieden und entschlossen mit der Verteidigung unserer Freiheit. Dem autokratischen Gehabe stellen wir unsere demokratischen Werte entgegen. Und auf die Maßlosigkeit dieses Staatspräsidenten antworten wir mit Entschlossenheit, aber eben auch mit Augenmaß, meine Damen und Herren. Wir halten die türkische Regierung nicht für die Türkei. Wir halten die türkische Regierung nicht für die Türkinnen und Türken. Wir machen die Menschen, die bei uns leben und türkeistämmig sind, nicht verantwortlich für das, was Herr Erdogan tut, sondern wir haben klare Botschaften, weil wir entschlossen, aber eben mit Augenmaß reagieren. Wir haben eine klare Botschaft, was das Verhältnis zwischen der Türkei und der Europäischen Union angeht. Wir wollen die Perspektive nach Europa für die Türkei erhalten. Das setzt aber eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei voraus. Wir haben eine klare Botschaft an die Menschen, die in der Türkei leben. Wir kritisieren eure Regierung, aber wir wollen weiter ein partnerschaftliches und freundschaftliches Verhältnis mit der Türkei. Applaus
und wir haben eine klare Botschaft an die türkeistämmigen Menschen in unserem Land. Ihr seid willkommen, ihr gehört zu unserem Land. Wir wissen, dass die überwiegende Mehrzahl friedlich in unserem Land lebt, die Werte unserer Demokratie teilt und verteidigt. Und gemeinsam mit diesen Menschen wollen wir unsere vielfältige, unsere bunte und unsere weltoffene Gesellschaft hier in Deutschland und in Hessen gestalten. Und wir haben eine Bitte an die türkeistämmigen Menschen in unserem Land, die bei dem Referendum abstimmen können. Wir haben die klare Bitte, nehmt den Menschen in der Türkei nicht die Freiheit, die wir alle hier in Deutschland und in Hessen so schätzen. Stimmt bei dem Referendum mit Nein. Das ist unsere herzliche Bitte. Danke, Herr Wagner. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bellino das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bevor ich konkret auf Herrn Yücel zu sprechen komme, einige einleitende Worte zur aktuellen Situation und zum Verhältnis der Türkei, wie sie auch der ein oder andere Vorredner gefunden hat. Unser Landtagspräsident hat in seiner Ansprache am Dienstag schon entsprechende Worte gefunden und Wertungen vorgenommen, der Ministerpräsident zuvor und danach auch und noch deutlicher. Dies war auch notwendig und richtig. Erstens. Das Verhältnis Deutschlands mit der türkischen Regierung ist auf einem Tiefpunkt angekommen und hoffentlich, so makaber sich dies vielleicht anhört, ist es wirklich ein Tiefpunkt, denn dann ginge es zumindest wieder aufwärts. Zweitens. Bedauerlicherweise schaffen es Vertreter der türkischen Regierung derzeit fast täglich, das von ihnen erreichte niedrige Niveau noch weiter zu unterbieten und Beweise für ein unausgewogenes Demokratieverständnis zu liefern. Wenn es auch mitunter schwerfällt, meine Fraktion wird sich am Wettbewerb der Provokationen und an der von türkischen Verantwortungsträgern gewollten Eskalation nicht beteiligen. Das ist nicht unser Interesse, das dient nicht unserem Land und vor allem, es wäre zu verallgemeinernd. Drittens. Was türkische Politiker aktuell von sich geben, hat wohl wenig mit der Türkei und mit den bei uns lebenden Türken zu tun. Viertens. Deshalb wollen wir bestehende Brücken nicht abreißen, sondern wir wollen im Gespräch mit der türkischen Gesellschaft und den Menschen in der Türkei bleiben. Die Freundschaft unserer Nationen, die vielfältigen Verflechtungen unserer Länder, die vielen persönlichen und familiären Verbindungen, aber auch das deutsche und hessische Interesse sind uns auch in schwierigen Zeiten Ansporn, Raum für Gespräche und eine bessere, sachliche Zukunft zu lassen. Auch deshalb waren wir in der letzten Woche mit einer Delegation in unserer Partnerregion Bursa und in Istanbul. Es waren schwierige Gespräche in schwierigen Zeiten, aber es war uns wichtig, miteinander statt übereinander zu sprechen und damit in schwierigen Zeiten eben nicht sprachlos zu werden. Deshalb und in aller Deutlichkeit, die Beleidigungen, Drohungen und Provokationen von Erdogan und seinen Regierungsmitgliedern sind völlig inakzeptabel, und ich persönlich finde sie abstoßend. Insbesondere Vergleiche unserer Republik mit dem Nationalsozialismus und der jüngste Vorwurf, wir wollten, Zitat, die Gaskammern wieder aufbauen, sind so unterirdisch, niveaulos und so offensichtlich dumm und falsch, dass sie sich selbst entlarven. Und wenn man uns droht nach dem Motto, bald sei kein Europäer mehr sicher auf der Straße, fragt man sich, in welchem Zustand sich dieser Mann befindet. Wer die EU als grausam und faschistisch bezeichnet, Gaskammern und Sammellager ins Gespräch bringt, behauptet, wir würden Nazi-Methoden anwenden, hat zumindest einen Realitätssinn verloren. Wer Journalisten willkürlich verhaftet, weil sie ihre Arbeit machen, wer ein Referendum mit den bekannten Inhalten anstrebt, zeigt diktatorische Züge. Und mich trifft es gerade in dieser Diskussion sehr,
Wenn dann die LINKEN hier noch in ihrem ersten Wortbeitrag darauf hinweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland Drahtzieher, Mitdrahtzieher solcher Menschen sei. So leid es mir tut, die einst aufstrebende Türkei ist auf einer abschüssigen Bahn. Ich wünsche sehr, dass die Bürger in der Türkei diesen Prozess zu stoppen wissen. Ein Höhepunkt dieser besorgniserregenden Entwicklungen ist die Inhaftierung des Flörsheimer Journalisten Deniz Yücel. Er steht damit und dabei exemplarisch für viele Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung verhaftet wurden, und er steht für viele Menschen verschiedenster Nationalität, die seit dem gescheiterten Putschversuch in türkischen Gefängnissen auf ein ordentliches, auf ein rechtsstaatliches Verfahren warten. Ich finde es daher positiv, dass wir als Landtag uns heute mit dieser Thematik befassen und zum anderen die Forderung formulieren, dass die angeordnete Untersuchungshaft unverhältnismäßig hart ist und dass Herr Yücel freigelassen werden muss. Er war als Journalist einer deutschen Zeitung in der Türkei tätig und hat sein verbrieftes Recht auf freie Berichterstattung wahrgenommen. Nach den Anschuldigungen hat er sich den türkischen Behörden aus freien Stücken gestellt. Wir erwarten, dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtigt. Herr Bellino, kommen Sie zum Schluss. Ich halte es deshalb auch für richtig, dass sich die Bundesregierung auf allen Ebenen für eine baldige Freilassung einsetzt. Wir haben dies bei unserer Delegationsreise auch getan. Und es muss, letzter Satz, Herr Präsident, gewährleistet sein, dass allen in der Türkei Beschuldigten und Angeklagten unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft und ihrer politischen Überzeugung ein zügiges, faires und rechtsstaatliches Verfahren offensteht. Das erwarten wir nicht nur von jemandem, der irgendwann einmal der EU beitreten will, sondern auch von unserem NATO-Partner. Danke, Herr Bellino. Als Nächster spricht die fraktionslose Abgeordnete Öztürk. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich versuche noch, vor die Minuten laufen, meinen Pult runterzustellen. Und daran zu erinnern, für mich ist der Haupttop heute der Debatte die Freilassung von Deniz Yücel. Und ich möchte meine Rede damit beginnen, über das, wie er das beschrieben hat, was gerade mit ihm passiert. Das Alleinsein ist schon fast eine Folter. Die Zelle ist 4×4 Meter groß. Durch das Fenster sehe ich nur eine 6 Meter hohe Mauer. Den Himmel sehe ich nur durch den Stacheldraht auf der Mauer. Weder meine eigene Situation noch die dieses Landes, das ich trotz allem liebe, werden so bleiben, wie sie sind. So schreibt Deniz Yücel Anfang dieses Monats seine Haft. Und solange er in dieser dringlichen Situation ist und trotzdem voller Hoffnung ist, dass sich etwas ändert, meine Damen und Herren, finde ich das auch richtig, dass heute hier ein Antrag gestellt worden ist von SPD, DIE LINKE und FDP und hoffe mit Zustimmung des ganzen Hauses, der die Freilassung von Deniz Yücel fordert. Denn Deniz Yücel ist ein Journalist, und Deniz Yücel hat nichts Schlimmeres oder nichts Schlimmes getan, außer seinem Beruf nachzugehen, kritische Fragen zu stellen über die Situation des Südostens, über die Stadt Cizre. Er hat nichts Schlimmes getan, außer kritische Fragen nachzustellen, was die suspekten Energiegeschäfte des Schwiegersohns des Präsidenten Erdogan betrifft. Und er hat in vielen anderen sehr unbequemen Situationen die richtigen Fragen gestellt. Und von daher ist es unverhältnismäßig, dass Deniz Yücel aufgrund dieser Berichterstattung heute im Gefängnis sitzt und als Krimineller oder Terroranhänger bezichtigt wird und in Haft sitzt. Von daher fordere ich erneut die sofortige Freilassung von Deniz Yücel. Wie Deniz Yücel sitzen 150 weitere Journalistinnen und Journalisten. In der aktuellen Situation, wo es angeblich eine demokratische Prozess zum Referendum in der Türkei geben sollte, wären genau solche Journalisten wichtig, die darüber aufklären, was diese Verfassungsänderungen für Konsequenzen haben und was nicht. Leider sitzen diese kritischen Journalisten im Gefängnis. Und alle die, die auch in der aktuellen Situation in der Türkei gegen eine Verfassungsänderung werben wollen, werden gleichermaßen wie Deniz Yücel des Terrors bezichtigt. Sie werden bezichtigt, kriminelle Gruppierungen zu sein und werden mundtot gemacht. Und von daher ist es noch einmal wichtig, dass wir auch von Deutschland aus ganz klar für ein Nein in der Verfassungsänderung in der Türkei werben, dass wir auch die Deutschen
in Deutschland lebenden Staatsbürger türkischer Nation dazu auffordern, kritisch über diese Verfassungsänderung nachzudenken und dass sie mit einem Nein, wenn sie ihrem demokratischen Recht nachkommen, keine Kriminelle sind, sondern Demokraten und Bürger dieses Landes sind, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Ende, Frau Öztürk. Ich komme zum Ende. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Dass Deniz Yücel mutig ist, haben wir heute gesehen. Und ich wünsche nun von diesem ganzen Hause ebenfalls so viel Mut, diesem Antrag der SPD, den LINKEN und der FDP zuzustimmen und damit das Signal zu senden, dass wir Deniz Yücels Freiheit möchten. In dem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Öztürk. Für die Landesregierung erteile ich Frau Puttrich das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Über die Türkei kann man in der Tat lange debattieren, und über die Situation, wie sie sich darstellt, sind wir alle mehr als betroffen. Wenn wir heute hier diesen Tagesordnungspunkt behandeln, dann reden wir über ein Schicksal eines Journalisten, der, wie eben heute häufig erwähnt, seine Arbeit gemacht hat. Wir reden aber auch über das Schicksal vieler anderer, die inhaftiert sind. Er ist stellvertretend für viele andere, die inhaftiert wurden, weil sie Arbeit gemacht haben, weil sie ihre Meinung geäußert haben, weil sie der Regierung nicht gepasst haben. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind die Zahlen, die wir kennen, sind 150 Journalisten inhaftiert. Unter Umständen auch noch mehr. Wir kennen die Zahl. Wir wissen, dass 149 Medienanstalten geschlossen wurden. Von Medienfreiheit, Pressefreiheit keine Rede, sondern eine Gleichschaltung der Presse und der Medien. Und wir wissen, dass mehr als 2.000 Journalisten entlassen wurden. Was erzeugt das? Das erzeugt ein Klima der Angst, der Repression, der Unterdrückung. Und in diesem Zusammenhang war es für uns in der Tat auch die Frage, reisen wir in die Türkei, ja oder nein? Es gab welche, die sagten, man könne jetzt nicht hin. Ich sage das erst vorweg. Ich glaube, dass die Entscheidung vollkommen richtig gewesen ist, Brücken nicht abzuschlagen, sondern Kontakte zu pflegen, weil wir auf viele Menschen gestoßen sind, dort, die auf uns hoffen, die sagen, bitte zeigt uns, dass wir nicht abgeschnitten sind. Insofern ist es richtig, die Kontakte zu pflegen, einerseits für die Menschen dort, andererseits, um auch klar dort sagen zu können, was wir für nicht richtig halten, uns auch für Menschen einsetzen zu können, wie Deniz Yücel, und gleichzeitig aber auch eine Botschaft an die Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns zu senden, die türkischstämmig sind. Das hat ja mehrere Wirkungen. Und wenn wir über das reden, was da im Moment passiert, oder wenn ich mir die Reise anschaue, es war richtig, da gewesen zu sein, es war auch der richtige Zeitpunkt. Und wir haben auch die Gelegenheit genutzt, dort kritische Fälle anzusprechen. Wir haben dort den Fall der Inhaftierung von Gouverneur Harput angesprochen. Wir lassen uns eine Bewertung eines Verfahrens jetzt erst einmal raus. Aber was klar ist, dass eine Untersuchungshaft 5 Jahre dauern kann und die Anklage noch nicht erfolgt sein muss, ist unerträglich. Und da kann man nicht von einem Rechtsstaat sprechen. Ja, und wir haben auch den Fall Deniz Yücel angesprochen. Und da stellt sich schon die Frage, ob da nicht ein Journalisten geiselhaft für die Zwecke des Präsidenten eingesetzt wird. Und wenn ein Präsident jemanden vorhaft angeklagt wurde, schon als Terrorist bezeichnet wird, dann kann man nicht davon ausgehen, dass es gewährleistet ist, dass er ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt, wenn jemand schon vorverurteilt wird. Und was ganz klar ist, es ist unerträglich, wenn einer eingekerkert wird, als Terrorist bezeichnet wird, ohne dass überhaupt eine Anklage erfolgt ist. Und insofern muss es so sein, dass wir uns hier klar äußern. Und vor allen Dingen muss man noch sagen, das Mindeste ist, dass auch eingehalten wird, was die türkische Regierung der Bundeskanzlerin versprochen hat, dass nämlich eine konsularische Betreuung durch das deutsche Konsulat oder durch die Botschaft erfolgen kann und wenigstens jemand Zugang und Zutritt zu ihm hat. Das ist bis heute nicht erfolgt. Und er kann sich darauf verlassen, dass wir von unserer Seite den Fall auch nicht relativieren. Und dann kann man auch nicht sagen, ist es ein bequemer oder ein unbequemer Journalist. Hat er schön geschrieben oder hat er an bestimmten Stellen auch verletzt? Wir sagen ganz klar,
Journalisten stehen unter der Pressefreiheit. Die müssen ihre Meinung sagen dürfen und dürfen deshalb nicht inhaftiert werden. Es gibt also keine Relativierung der Pressefreiheit, sondern Deniz Yücel ist freizulassen. Und wenn ich das sage, dann auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir hier von Pressefreiheit reden, von Meinungsfreiheit, wenn wir sagen, er soll freigelassen werden, nicht nur, dass er frei wird, sondern auch, dass er weiter in der Türkei leben kann. Und dass viele andere, wenn er es denn möchte, dass viele andere, die dort leben und arbeiten, ihre Meinung sagen wollen, dort ihre Meinung sagen können, dass sie publizieren können, dass sie veröffentlichen können. Insofern ist er stellvertretend für viele andere ein Fall, für den wir uns aber auch besonders einsetzen, weil er aus Flörsheim kommt und weil er darauf vertrauen können muss, dass wir uns hier klar artikulieren. Und ein anderer Satz. Es ist angesprochen worden im Vorfall des Referendums. Ja, es ist unerträglich, wenn Grenzen überschritten werden. Es ist unerträglich, wenn provoziert wird mit einer Rhetorik, die die Gefühle der Menschen in unserem Land verletzt. Und so wie wir einerseits die Informationsfreiheit respektieren, können wir ganz klar sagen, aber auch die Gefühle der Menschen in unserem Land sind zu respektieren. Die Gefühle des Volkes, das hier lebt, sind zu respektieren. Da dürfen Grenzen nicht überschritten werden. Frau Staatsministerin, ich erinnere an die Redezeit. Und deshalb, wenn Grenzen des Erträglichen überschritten sind, dann bedarf es klarer Worte. Und die Worte des Ministerpräsidenten haben, glaube ich, an Klarheit nichts übrig gelassen. Und ich weiß von vielen, die persönlich gesagt haben, wir sind dankbar, dass diese klaren Worte in dieser Art und Weise gefallen sind. Und deshalb lassen Sie mich auch abschließend sagen, ja, wir wollen nicht, dass Streit, Hass in dieser Art und Weise auch in unser Land getragen wird. Und wir tragen Verantwortung für unser Land, für unser Bundesland, für die Menschen, die hier leben, für die Hessinnen und Hessen. Und dazu gehören auch die türkischstämmigen Deutschen, diejenigen, die türkischstämmig sind, die hier bei uns leben. Und wir wollen nicht, dass man uns auseinander dividiert. Wir alle haben unsere gemeinsame Heimat hier und tragen gemeinsam Verantwortung. Besten Dank. Danke, Frau Staatsministerin. Bevor ich mit der Abstimmung beginne, frage ich einmal die FDP, was ich mit ihrem Antrag machen soll. Auch abstimmen. Gut. Dann beginnen wir mit dem Entschließungsantrag von SPD, Linke und FDP betreffend Deniz Yücel, Drucksache 19/4663. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist FDP, SPD, Die Linke und fraktionslos. Die Gegenprobe, Grüne und CDU. Damit bleibt kein Platz für Enthaltungen. Dieser Antrag ist abgelehnt. Ich rufe den Antrag der FDP bezüglich der Wahlkampfauftritte auf, Drucksache 19/4700. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die FDP. Die Gegenprobe, das sind CDU, Grüne, SPD, Linke und fraktionslos. Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt. Ich rufe den Entschließungsantrag von CDU, Bündnis 90, die Grünen bezüglich Deniz Yücel auf, Drucksache 19/4720. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist das ganze Haus. Damit erübrigt sich die weitere Nachfrage. Dieser Antrag ist angenommen. Und ich rufe den Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Wahlkampfauftritte auf, Drucksache 19/4722. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, FDP, die Grünen. Gegenprobe, SPD, Linke und fraktionslos. Damit ist auch dieser Antrag angenommen.